So, Freunde der Spiegeltour, fangen wir mit einer wundervollen Kampagne an in Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters mit Livestream und schauen mal, was uns da erwartet. Ich habe ja schon ein bisschen Prolog gespielt, um das auf dem Kanal zu zeigen. Wir fangen aber nochmal von ganz von vorne an, auch im Stream, damit jeder, sag ich mal, von Anfang an dabei ist. Lohnt sich auch, weil es eigentlich richtig cool ist, die Prolog-Mission. Und wir starten einfach eine neue Kampagne. Ich werde aber wohl auch hier den Schwierigkeitsgrad skrupellos machen. Warnung, die Schwierigkeitsgrad-Einstellung lässt sich nach dem Beginn der Kampagne nicht mehr verändern. Ach, das ist aber ungünstig. Oder ich spiele Standard. Jetzt können wir das Tutorial auch ausschalten, aber wir lassen das Tutorial mit drin. Ach komm, wir machen Standard. Wer weiß, was, ob... Plus 25% Gegner-HP. Ich sehe dich auf gnädig. Ja, wir machen einfach mal Standard. Wenn mir das zu leicht ist, spiele ich die Kampagne nochmal genau bis zu dem Punkt, wo wir heute hinkommen. It is the 41st millennium. For more than 100 centuries, the Emperor has sat immobile on the golden throne of Earth. Mankind wages a never-ending battle for survival against the demonic power of the Chaos Gods. But by one force is humanity shielded from true darkness. The Grey Knights. This secret chapter of Space Marines are the Imperium's surest defense against that which the Emperor foresaw would be its greatest threat. Humanity's blade against the demon. For in the grim darkness of the far future, there is only war. Unidentified Astartes vessel. This is Captain Pirani Everick of the warship Holiness of Ra. Geharis is lost. Repeat, Geharis is lost. All Imperial vessels are to withdraw at once. Astartes vessel, do you read me? Geharis is doomed. Please acknowledge this warning. You have done all you can, Captain. Go. In the Emperor's light. You cannot sail into this storm. We do what we must. Farewell, Captain. Tech Priest, report. Hexagramic wards are under maximal pressure. Commander, we cannot maintain this orbit for long. Dispatch the assault team at once. I will join them and put an end to this myself. Your will be done. Assault team is engaged, Commander. They clear a path for your arrival. Here I stand. One unbreakable shield against the darkness. Tonight the Cadium falls, Hector. Our quest is finally near its end. Wenn die Warp-Anzeige auf 100% ist, scheint im nächsten gegnerischen Zug eine Warp-Woge. Und ja, die Synchronisation ist übrigens sehr gut. Die haben auch im Trailer einen von den Synchronsprechern genommen. Ich glaube, es ist für den Haupttypen, der gerade auf dem Schiff noch war.
alles insgesamt komplett stimmig. Palamedes, report. We have cleared a path through this chaff. Our target lies ahead. Time is against us, brothers. We breach the cathedral. Ich muss mich mal eben auch immer noch ein bisschen sammeln. Ganz typisch, WASD, Kamera bewegen. Hier sind unsere vier, Grey Knights. Ein Interceptor, ein Justicar, ein Apothekarius und der Commander von unserem Cruiser. Um mal kurz was zusammenzubringen. Lebenspunkte haben wir hier unten. Dann Willenskraftpunkte, die braucht man für Spezialattacken. Aktionspunkte, das sind immer drei. Und hier wird die Munition eigentlich angezeigt, wenn wir keinen Charakter haben, der nur eine Nahkampfwaffe hat. Aber es wird jetzt alles in dieser Prolog-Mission noch erklärt und gezeigt. Na okay, die Menüpunkte unten eigentlich nicht, aber... Ja. Die ersten Ungläubigen. Auf das Ziel feuern. Es gibt übrigens keine Trefferchance. Es hat alles Reichweite und einen gewissen Schaden. Deckung reduziert nur verursachten Schaden. Weil, hier haben sie es richtig gemacht, die Waffen von, also beziehungsweise von der Elitegarde, von den Grey Knights, sind halt einfach so präzise, dass die zu 100% auf jeden Fall treffen. Face the Emperor's Judgment. So, nachladen. Bei dreimal Magazine sind drin. Töte den Heretiker. Ich töte hier alles, was nicht dem Imperium dient. Das Spiel ist übrigens relativ blutig. Hier werden halt die Gegner in der Mitte des Körpers getrennt. Kopf fliegt weg, Arme fliegen weg, Beine fliegen weg. Dem mache ich ein Schild, weil dadurch, dass ja eigentlich alle Waffen immer treffen, kannst du nur arbeiten mit Panzerung. Deshalb wird es halt später wichtig, wenn du jetzt nicht die Standard Space Marine Ausrüstung hast. Es gibt ja auch noch die... Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Terminator? Nein, nicht Terminator. Es gibt auf jeden Fall noch eine stärker gepanzerte Rüstung, die hat dann halt von Grund auf eine Terminatorenrüstung, dankeschön. Und da muss man halt dann noch gucken später. Gods be with me! Danke für den Stufe 1 Sub. The horror! Die, Imperial Dog! Come at me now! Fall, Monster! Swords of Justice! Overwatch! Muss man eben kurz was beim Stream anschalten. Die extra für das Spiel gemachten Warhammer 40k Notifications waren nämlich nicht an. Demons, I will not be swords of justice. So, auch eine Besonderheit hier, was man nicht von XCOM so kennt, man kann mit manchen Sachen interagieren, wie zum Beispiel mit der Säule hier und kann die halt auf das Böse schmeißen. Also die Grey Knights sind schon geile Säcke hier im Spiel. Kann man echt nichts gegen sagen. Granaten gibt's natürlich auch. Wobei, hier gibt's auch noch, was ich auch ganz cool finde, es gibt einen Rückschlag. Also Granaten machen nicht nur Schaden bei Gegnern, sondern schleudern die auch also weg. Dementsprechend, wo du hinschmeißt, da siehst du mich hier. In der von 10 ein und Schaden und und erzeugt Rückschlag. Ich dachte, hier unten wird noch irgendwas stehen. In Form von, wie weit die zurückgeschmissen werden. Ah!
Deliver the Emperor's judgment. Der eine ist ein bisschen durch die Luft geflogen. Advance and train your bolter on that doorway. Unleash your blessed ammunition. Shepard auch ganz schön der Sound. Palamedes, prepare for the demon's charge. At once, Commander. Und danke Leander für den Resub. Feuerzonen festlegen, kennt man halt auch Overwatch-mäßig, dass wenn Feinde in die Bereiche reinlaufen, halt Schaden gemacht wird, bis die Munition halt alle ist. Oder bis halt ein Feind zu nah an einem rankommt, weil dann wird man halt gebunden vom Feind und kann natürlich nicht mehr in diesem Overwatch-Modus sein. So, Gegner mit Nahkampfwaffen in der Nähe schlagen automatisch zu, wenn du dich aus ihrem Bereich entfernst. Kennen wir auch aus ganz vielen Rundenstrategiespielen, dass sie halt so einen Sonderschlag kriegen. Dreh die Kamera, um einen besseren Blick zu bekommen. Jetzt geht es darum, manche haben halt Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel hier über die Fähigkeit psionischer Streuungsangriff. Erzeuge eine rollende Kraftwelle, die auf dem Weg alle Gegner vernichtet. End that demon, Palamedes. Engage him now. So, hier sehen wir übrigens einen der Nachteile, wenn ein Nahkampfkämpfer an uns dran steht. Und er ist ja kein reiner Nahkämpfer, oder doch? Moment. Nee, er ist kein reiner Nahkämpfer. Und deshalb kriegt er halt einen Abzug von 1 AP, weil wir festgenagelt wurden. We cannot lose another battle, brother Iolanthus. Both demons must be destroyed. Das ist das Präzisionserfassungsmenü. Bei manchen Nahkampfangriffen können wir halt entscheiden, auf was wir zielen. Zum Beispiel die Nahkampfwaffe deaktivieren oder den zornig machen, was natürlich dann sowas wie Taunten ist, dass du sagst, du musst jetzt mich angreifen nächste Runde. Also man erzeugt Aggro oder wir nutzen jetzt hier den Betäubungsschlag, weil das Spiel uns das vorsagt. Wodurch der Demon sich erstmal auch zum Boden legt. Jetzt kommt das Beste, weil wir kriegen jetzt nochmal die Möglichkeit und haben die Möglichkeit, den hinzurichten. Hört sich schlimmer an, als es ist. Nein, es ist so schlimm, wie es sich anhört. So. Durch die Hinrichtung bekommen andere Charaktere aber wieder ein AP-Punkt aufgerechnet. Und jetzt können wir mit dem Zielangriff für einen Willenspunkt den Nahkampfangriff verstärken. Plus einen Schaden machen. Excellent. I will move on ahead. Also es gibt wirklich viele Sachen. Es sind Dämonen, seit wann ist eine Hinrichtung da schlimm? Das hat nichts damit zu tun, dass es mit dem Dämon schlimm ist. Es hat damit zu tun, dass Hinrichtungen natürlich nicht so schön sind. So, der Apothekarier kommt jetzt mit seiner Spezialfähigkeit, nämlich jemanden zu heilen. Wenn nämlich jemand verwundet ist, eine kritische Verwundung hat, dann könnte er nach 3 Runden wieder am Kampf teilnehmen. Oder wir können den heilen, dann kriegt er 50% seiner Gesundheit wieder. Da gibt es halt auch die Besonderheit, dass der jetzt eine kritische Verwundung in dieser Mission erhalten hat und die, die Grey Knights können nur eine gewisse Anzahl davon erhalten während der Kampagne und müssen dann nach einer gewissen Zeit wieder zurück nach Titan, also zum Titan, falls sie zu viele Verwundungen erhalten. Was für ein Satz von mir. Ich bin echt nicht... War ein langer Tag. So, nachladen.
Your resolve is commendable, Uther. Da haben wir übrigens die Geschichte. Ritter, die sich von kritischen Wunden erholen, verfügen bis zum Ende der Mission noch über 50% der maximalen LP. Erholung ist nur einmal pro Kampf möglich. Iolanthus, with me. There's a breach in the wall ahead. Es ist richtig, es wird der Planet Titan gemeint. Es gibt also das Schiff Titan, also es ist der Titan gemeint. Also es ist Titan gemeint, der in der Warhammer 40k Geschichte ein bewohnbarer Planet ist, wo zum Beispiel auch der Assault Cruiser, mit dem wir hier rumfliegen, also der Mond, nicht der Planet, gebaut wurde. This breath, for it is your last. Blood for the blood god, skulls for the skull realm. To my side, Iolanthus. So, dadurch, dass der eine leichte Rüstung, also eine normale Rüstung, leicht ist eigentlich das falsche Wort dafür, kann der übrigens über Kluften springen. Das kann man später mit der Terminatoren-Rüstung nämlich nicht mehr. Die sind dann zwar gepanzert, aber die sind so ein bisschen eingeschränkt in der Mobilität. Übrigens, dass der gestorben ist. Flank that demon and fire at will. For the Emperor! You profane this sacred place with your master's fire. This ends now, demon. Ah! Ah! For the Emperor. Pathetic mortal, weakling spawn of a false god. Banishes darkness. Your prayers mean nothing. I am the hammer.
beaten me for now, little knight. But the war I fight is eternal! Analysis. Warp signatures fading. Then the blood ritual has ended. Where is that report? Report! Where is the commander? He died a champion's death. Blade on blade against the Bower's blasphemy. Teurer Sieg. Ich muss aber sagen, dass sie den Stil haben sie echt gut getroffen. Auch wenn die Modelle, komischerweise haben die Modelle echt viele Details, aber manchmal haben die wirklich so ein bisschen, hat man so das Gefühl, also da hat man wieder dieses Gefühl, es hätten noch mehr Polygone sein können. Aber es ist sehr stimmig. So, dein Commander ist gefallen, aber es ist nicht alles verloren. Die Grey Knights sind mächtige, genetisch modifizierte Supersoldaten und können Verwundungen wegsticken, die einen normalen Menschen umbringen würden. Aber sie sind nicht unbesiegbar. Jeder deiner Ritter hat eine besondere Ressource namens Widerstandskraft, die dir anzeigt, wie viele kritische Wunden er im Laufe der Kampagne überleben kann, bevor seine sterblichen Überreste in dein Zuhause auf Titan transportiert werden müssen. Wenn deine Ritter im Rang aufsteigen, halten sie auch mehr Widerstandskraft. Und die Prolog-Sequenzen sind episch. Das muss ich auch noch dazu sagen. Haben sie echt gut gemacht. A long campaign. Over at last. A victory at the cost of the commander's life. Alive, he was ever a faithful servant to the Emperor. A true hero. In death, at least his duty has finally ended. Assertion. This ship remains in crisis. The Baleful Edict is seriously damaged. There are grievous matters to attend. Ah, yes. That is why I have invited our guest. You have appointed him to take the commander's place? No one else suitable survived the campaign. Falsehood. You also live. My apologies, Acting Commander. The priests of Mars do not understand our knightly oaths. Our men and stores are severely diminished. Your task is to lead us for the voyage home. It is a simple duty, and once we return to Titan, I will put the future of your command to the chapter's grandmasters. In the meantime, I will provide what advice I can. I will also support you with counsel and service. But remember, the Baleful Edict is my chief concern. Be careful with this ship. We sail for Titan on your word, Commander. Ja, Gesichter sind die größte Schwäche von der grafischen Darstellung, finde ich. Aber der Rest ist halt echt gut. Nach dem Tod von Commander Agravain wurdest du vorübergehend zum Commander der Edikte des Unheils befördert, um uns zurück zum Titan zu bringen. Dies dürfte kein Problem darstellen, aber du musst unsere begrenzten Ressourcen verwalten und auf alle Bedrohungen reagieren, die uns unterwegs begegnen. Einsatzverband Xyphos steht dir jetzt zur Verfügung. Commander, could you please join me in the Strategium? One of our battle brothers has proved himself worthy. Let us honor his deeds. Ja, aber einer ist im Rang aufgestiegen. Ulrich Iolanthus.
Violantis. Brother Ulrich is a talented Justicar. Please decide where he should focus his training to support you in the field. Das kann ich mal wirklich gucken, was das hier ist. Konzentration hat die Chance, deinen Rittern Nachteile und automatische Fähigkeiten auszulösen. Resistenz verringert die Prozentchance, dass die Einheit einen Nachteil erleidet. Ja, und der Widerstand. Nur Ritter. Ritter verlieren jedes Mal, wenn sie kritisch verwundet werden, eine Widerstandskraft. Sobald der Ritter null Widerstand erreicht hat, wird seine Gensaat geborgen und nach Titan gebracht, wo sie wiederverwertet wird. Er wird nicht mehr für den aktiven Dienst zur Verfügung stehen. With every promotion, your knights gain 2 ability points, which you can use to expand their capabilities. Ja, man kann natürlich in unterschiedliche Richtungen sich entwickeln. Zum Beispiel Schild. Hier unten ist Ehre dem Orden. Nur mal kurz gucken. Da kriegst du einen neuen Kriegsausrüstungsslot. Man sieht übrigens auch direkt rechts die also alle 4 Freischaltungen, die man in dem Bereich bekommt. Vernichtung des Ansturms, Fernkampfwaffenverbesserung, hier ist die Nahkampfwaffenverbesserung, Hammerhanddisziplin, Nahkampfwaffen und hier oben Beseitigung des Unreinen. Ich werde aber hier Kerndisziplin erstmal die Terminatorenrüstung freischalten. Und dann mit der Fähigkeit plus 1 Rüstung. Confirming this promotion will apply your ability choices to Ulrich permanently increasing his rank. Excellent. When you are finished, please join me at the star map. Our ship is in dire need of repair. We had best set a course for Titan and debrief the Grand Masters. Issue the travel order to begin our return to Titan. Hier kommt übrigens auch schon eine Geschichte, wenn wir reisen mit dem Schiff, vergeht Zeit. Das hat später noch einen Grund, weil du musst halt so ein bisschen gegen die Zeit leider kämpfen. Aber das ist alles immer noch Prolog.